Herzlich willkommen und ein fröhliches Moin zu einer neuen Runde von Minecraft Life in the Woods Renaissance. Ich wollte so gerne mal wieder spielen und die Musik ist so schön. Und natürlich habe ich noch den Server, aber ich habe die Musik wieder verloren. Toll, jetzt die Musik wieder weg. Mache ich halt meine an. Was ich sagen wollte. Ja, ich habe den Server natürlich noch. Ich habe da ja einiges gebaut gehabt, habe mit den anderen Kollegen da ein bisschen rumgetüdert. Aber ich weiß nicht, mir fehlte mal so ein bisschen genau, dann stand ich quasi im Regen und wusste nicht weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich bewege mich einfach mal ein Stück. Ihr werdet euch wundern, warum ich jetzt hier bin, ausgerechnet hier, warum ich so viel fremdes Zeug in der Tasche habe. Nur noch eine Hose. Ich bin gelaufen. Ich bin etliche Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht, wohin ich gelaufen bin. Ich habe mittlerweile sogar einen Atlas gefunden. Ich bin einfach nur gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen und andere sind auch mitgelaufen und sind dann wieder stehen geblieben und zurückgelaufen. Und ich bin immer weiter gelaufen, gelaufen und gelaufen und gelaufen. Naja, was soll ich sagen? Und ist hier irgendwo Musik? Schon sagen. Eine Musik reicht ja. Nun, also. Nee, Altarelis. Ich fand die Welt, die hatte so ein bisschen den Charme verloren, nachdem wir uns dort so heimisch festgesetzt hatten. Und ich finde das natürlich toll, mit den vielen neuen Blöcken und so zu bauen, zu experimentieren, rumzuprobieren und völlig neue Mods auszuprobieren. Und vielleicht auch das Minecraft-Ziel irgendwann noch zu verfolgen, in den Nether zu gehen und irgendwann ein End zu besuchen und so. Aber eines, das hatte ich so ein bisschen vermisst und das war das Rumlaufen, das Entdecken, das Schleim finden. Super. Und das habe ich halt jetzt versucht, erst mit der Loriena zusammen und dann alleine zu bewerkstelligen. Dann sind wir halt losgelaufen, dann ist er halt irgendwann zurückgelaufen und ich bin auch weitergelaufen. Und ich werde auch noch weiterlaufen. Denn ich denke mal, Life in the Woods hat so viele schöne Sachen, wenn man einfach entdeckt, man halt weiterläuft. Und ich habe so viele Sachen gefunden, die ich zum Teil auch im Inventar habe. Ein Stempel zum Beispiel, ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Die Rucksäcke konnte ich mir aus Jute machen, die ich irgendwann mal gefunden hatte. Das Einzige, was ich mitgenommen hatte, war wirklich die Nahrung. Sonst habe ich alles stehen lassen, nichts, mein Inventar war leer. Ich habe nur diese Meaty Stews mitgenommen, damit ich noch ein bisschen laufen kann. Ich hätte das natürlich auch schon zeigen können und Videos drehen können, aber ich war so mit Gothic beschäftigt, dass ich es schlicht nicht getan habe. Kann ich eigentlich schlafen? Nö. Dann hatte ich irgendwann natürlich auch Schafe und wieder Holz und dann konnte ich mal sowas machen, aber ich bin Nomade geblieben. Nomade? Nein, Nomade. Diverse neue Bäume, wie die Palmen hier zum Beispiel gefunden, die hat man auch noch gar nicht angepflanzt. Die werde ich irgendwann mit nach Hause nehmen. Aber ich hatte nicht vor, jetzt in nächster Zeit nach Hause zu gehen. Ich wollte wirklich, jetzt kommt's, ich wollte wirklich neu anfangen. Deswegen bin ich nur mit Nahrung losgelaufen, einfach mal loszugehen, einfach mal was zu sehen. Apropos, ich habe gar keine Orientierung. Ich könnte natürlich auch auf den Atlas gucken, den ich irgendwo mal gefunden habe. Oh, ich war hier schon mal. Habe. Ein paar Dörfer sind hier noch. Wir sollten mal in diese Richtung gehen. Also, die Heimat liegt irgendwo hier, irgendwo ganz weit hier unten. aber frag mich nicht, wo genau. Wohin genau? Weiß ich mich nicht. Genau, in die Richtung möchte ich ein bisschen weiter laufen. Vielleicht auch ein bisschen schwimmen. Und mein Server hat natürlich auch mal das Problem, dass wenn ich es online stelle, also wenn ich den Server für die anderen Kollegen dann aufmache, dann ruckelt es auch furchtbar. Wir haben das schon etliche Male probiert, die Welt lädt nicht richtig und wir haben auch schon versucht, das auf andere Computer umzumünzen, aber das hat mal nur so halbherzig funktioniert. Deswegen, ja, das nimmt natürlich irgendwann auch die Laune der anderen, wenn die dann ständig fliegen oder Lags haben oder nicht richtig durch die Welt laufen können, was eigentlich hier am meisten Spaß macht, in Life in the Woods, das Rumlaufen, das Entdecken. Ja, das hat für mich zur Folge, weil ich jetzt auch wieder spielen möchte und die anderen eher genervt waren. Also nicht wegen dem Spiel selber, sondern vielmehr wegen dem Server, weil er ja schlichtweg nicht
so lief, wie er laufen sollte. Das war doof. Aber ich habe beschlossen, komm, machst halt eine Runde hier alleine. Denn ich möchte auch gerne wieder entdecken. Ich möchte euch gerne wieder die Welt zeigen. Vielleicht auch eine neue Welt, also ein neues Häuschen und sowas aufbauen. Wäre mir auch ganz fein. Aber ich habe noch nicht meinen Lieblingsplatz gefunden. Ich habe mir einige Koordinaten aufgeschrieben. Immer wenn ich was Hübsches gefunden habe. Aber so richtig gerissen hat es mich noch nicht. Also vom Hocker. Oder mit. Achso, ich bin voll. Ich bin sehr voll. Also ich bin wirklich... wirklich sehr voll. Sonne. Sonne. Sehr schön. Wow. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich dachte erst, das jetzt am Samstag als Angespielt-Folge rauszuhauen, aber nö. Ich kann mittlerweile sagen, ja, ich habe Gothic abgeschlossen. Wenn die Folge rauskommt, gibt es wahrscheinlich noch ein paar Gothic-Folgen, aber das Ende war sansibar, also absehbar. Und ich will natürlich auch wieder ein bisschen bei Minecraft bringen, das ist ganz klar. Weil das habe ich immer am liebsten gemacht und das mache ich auch immer noch am liebsten. Da wollte ich natürlich auch erstmal dieses Projekt beenden. Mit Namen Gothic. Oh, das sieht aber nett aus. Was? Wie? Ja. Das sieht aber nett aus. Ach so, und das Einzige, nicht das Einzige, sondern auch, was ich mitgenommen habe, waren die Flippers. Flippers auf Speed, damit ich halt ein bisschen schneller über den Ozean komme. Das erspart dann quasi das Bötchen. Es sei denn, ich werde vom Hai erwischt. Oh, Piranhas. Was ist denn hier passiert? Nun, diese Inselwelt gefällt mir auch ganz gut. Aber ich will hier noch ein bisschen weiterlaufen. Was sagt denn mein... Ja, hier war ich nämlich noch nicht. Jetzt kann man natürlich sagen... Mach mal die Musik an. Habe ich jetzt gemacht. Es gab auch noch einige Tipps und Tricks, die ich gerne noch ausprobieren wollte. Hab gesehen, dass man auch große Baumstämme machen kann, also 2x2. Was ist denn das für ein Wald? Ich könnte auch versuchen, vegetarisch mal zu überleben. Dass ich wirklich nur von Pflanzen mich ernähre. Es muss auch kein Tofu sein, eigentlich. Tofu mag ich überhaupt nicht. Und nein, im echten Leben bin ich auch kein Vegetarier. Ich will... Lex. Das sind Eichen, ne? So fetten Eichenwälder. Ich glaube, das sind aber auch Eichen. Die Gegend gefällt mir eigentlich ganz gut. Und das ist es ja. Es gibt so viele schöne Gegenden. Und irgendwann denkst du dir, ach, soll ich noch weiterlaufen oder bleibe ich jetzt endlich hier? Oder laufe ich noch weiter? Das habe ich mir nicht letztes Mal gedacht. Eigentlich wollte ich ja offline laufen. Mein Plan war eigentlich ein ganz anderer. Ich wollte offline laufen, wollte ein schönes Plätzchen finden, allein oder mit anderen. Und da wirklich neu anfangen. Neu. Null. Das Einzige, was wir mitgenommen hätten, wäre Nahrung. Das habe ich auch getan und natürlich meine... und die Flippers. Und dann hätten wir halt ein neues Häuschen aufgebaut. Und... hätten quasi nochmal bei Null angefangen. Hätten dann vielleicht andere Gebiete gesehen. Da ist der Server zugegangen. Und das ist nämlich ein Problem. Wir sehen uns gleich wieder. So ist jetzt der Server. Ich... Ja, das ist ein Problem. Okay, ich bin da. Au. Das kann natürlich an den Wäldern liegen. Das kann natürlich auch an meinem Arbeitsspeicher liegen, denn irgendwo bin ich, irgendwo ist auch mal Schluss. Ne? nebenbei nehme ich natürlich auch noch auf. Also, ja. Das ist ein Problem, das muss ich irgendwann mal lösen können. Oh, was kommt denn hier? Was kommt denn da? Mann, da ist so ein Berg. Nächsten. Vielleicht hause ich auch irgendwo im oder auf dem oder am Berg. Das wäre vielleicht auch ganz nett. Ich habe auch schon etliche Häuser gesehen, wo man hätte einziehen können. Ein Haus aus Glas und eines aus vollkommen weißem Holz. Das irgendwie einen Wasserfall oder ein Bad hatte und in diesem Bad war eine Kiste. Und in dieser Kiste fand ich... Was fand ich denn da?
Ich glaube, den Atlas. Aus den Dörfern habe ich noch ein paar Dings mitgenommen. Oder was ist das hier? Das Ding. Das habe ich gefunden. Und die Hacke. Das war ein echt schönes Haus. Mit echt schönen Sachen. Das gefiel mir auch echt schön. Also echt. Oh, bitte nicht wieder fliegen. Sehr schön. Habe ich eigentlich eine Spitzhacke? Nö. Dann gehe ich da noch nicht rein. Weil mein Ziel war es nicht in der Höhle zu gehen, sondern zu erfahren, wo ich mich dann niederlassen kann. So, vielleicht hier irgendwo. Ich versuche erstmal auf den Berg zu kommen. Und dann machen wir mal ein kleines Schläfchen, denn ich glaube, es ist schon Abend. Ich bin ja auch mehr so derjenige. Erstens, der sich nicht auf ein Spiel festlegt, sonst hätte ich keine Let's Plays angefangen. Zweitens, das gilt auch für Minecraft intern. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der immer nur baut oder immer nur haut oder immer nur läuft, sondern alles so ein bisschen. Nur habe ich manchmal Ideen zum Bauen, die würden einen Monat oder zwei dauern. Und die möchte ich dann auch gerne beenden. Bin ja auch so ein Typ, der, wenn er etwas anfängt, das auch gerne mal. Das, ich glaube, das darf ich nicht sagen, sonst haut man mich nachher, wenn ich das doch nicht mache. Nein, aber grundsätzlich bringe ich die Dinge schon gerne zu Ende, wenn ich sie mal anfange. Du kannst nur nachts schlafen. Also wenn ich jetzt anfange zu schlafen, dann bringe ich das auch gerne zu Ende. Lass mich ungern wecken. Wo ist denn jetzt mein Futter? Du kannst nachts schlafen. Aber in so einen Canyons möchte ich eigentlich nicht hausen. Also wem das gefällt, bitteschön, aber ich nicht. Ich suche, was suche ich denn? Ich suche. Ist das ein Brunnen? Und was ist denn das da für eine Wand? Was ist denn. Was ist denn das da? Warum ist denn das so komisch? Das sieht so künstlich aus. Ist das ein Kanal? Guck mal, da geht's doch unten und geht's doch drunter. Wenn ich da jetzt runtergehe, ne, dann komme ich gar nicht mehr hoch. Deswegen möchte ich eigentlich oben bleiben. Aber man könnte hier schön. Man könnte hier Schluchtenhausen 2.0 schön machen. Andererseits, wenn ich mir da unten irgendwo ein Haus hinbaue oder in die Wand rein, was das für ein Akt wäre, hier hochzukommen. Und wenn ich hier oben was. Oder in der Mitte. Ja. Ich könnte natürlich da in der Mitte jetzt ein Haus draufsetzen. Ich habe ganz kurz drüber legt. Ich habe kurz drüber legt, ob ich da noch ein Haus in der Mitte setze. Ich denke, ich werde erstmal weiterlaufen. So wie ich das immer gemacht habe. Gehen wir doch einmal weiter, ganz weiter. Ach so, ist das Erde? Tatsache. Ach so, und dann hatte ich noch irgendwo eine Ausgrabungsstätte gefunden, war auch sehr interessant. Da war sogar ein Skelett mitten im Boden. Das war bestimmt 10 Felder tief, also da musste man schon, wenn ihr sowas findet, einfach schön reinbuddeln. Oh. Hey, ein Apfelbaum. Was haben wir hier? Weiden. Ist auch nicht so das, was ich suche. Also Weiden schon weniger. Also die Schlucht hier finde ich schon ganz nett, aber die ist so unwegsam. Deswegen so eine Schlucht. Also Schlucht ist nicht so mein Heim. Wenn die Schlucht jetzt an einem Ozean enden würde, dann könnte ich mir das nochmal überlegen. Aber so? Was haben wir hier? Ein Ozean. Spiel, du willst mich mobben. Hör mal auf jetzt. Sagt er meine Karte? Okay. Ich will eigentlich auch mehr. Nee, mehr an die. Nicht wieder zu den bösen Bäumen, da fliege ich wieder. Da ist der Server gleich wieder zu. Sagt er, nö, tschüss. Wieso ist denn das Wasser da so hochgelegt? Das ist mein Rätsel. Und wenn ich da in der Mitte. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Ich könnte tatsächlich auf diesem Felsvorsprung ein Haus bauen. Aber das Problem wäre erstens Nahrung. Nahrung, wo baue ich hier meine Felder an? Ich müsste die ganze Ebene flach legen.
Ja, das lasse ich mal so stehen. Da müsste ich Brücken bauen, so wie diese dort, aber hübsch natürlich mit diesem Deco-Craft. Ich glaube, ich gucke mir das gerade schön. Nein, wir gehen auch weiter. Und so ist es jedes Mal. Also sollte ich in diesen Folgen noch kein Heim finden, dann liegt es daran, dass ich immer noch ein bisschen ungeduldig bin und einfach immer noch was Besseres suche. Und mein Inventar ist auch schon voll, das heißt, viel kann ich nicht mitnehmen. Ich habe weder ein Schwert noch eine Spitzhacke gerade zur Hand, also würde ich irgendwie Salz, Eisen, Tralala finden, dann könnte ich das gar nicht mitnehmen. Also könnte ich schon, dann müsste ich mir das natürlich umbauen, aber wer will das schon? Ich denke, wir laufen einfach noch ein bisschen weiter, vielleicht einfach mal über den Ozean. Da haben meine Mitspieler auch mal das Problem gehabt, dass der Ozean auf einmal weg war. Ich habe ja schon für etlichen YouTubern gehört, dass Life in the Woods eindeutig viele Ressourcen braucht, also das ist ja ganz offensichtlich. Und dass Abstürze da auch durchaus mal vorkommen. Leider. Was soll ich darin, was soll ich dagegen machen? Ich weiß es nicht. Brauchst du besser einen Rechner oder brauchst du halt eine 400.000er Leitung? Keine Ahnung. Nee. Wehe, mich greift hier ein Fisch an. So ein Wal wäre auch mal toll. Aber die waren ja erst gerade. In einem Bundesland. Nee. Ich glaube, jetzt bin ich mitten auf dem Ozean und ich habe keinen. Ich sollte doch mal zum Ufer, zum Rettenden. Wenn ich hier jetzt fliege. Das ist ein Hai. Ach, geh doch mal weg, du Weidenwald. Also Weidenwald möchte ich nicht. Ich möchte auch keine Mammutbäume. Ich möchte keinen Dschungel. Ich möchte keine Wüste geht. Kommt auf die Wüste drauf an. Ich möchte kein Strand mit. Ja, also so einen Strand möchte ich nicht. Strand möchte ich vielleicht schon. Vielleicht ein bisschen Berge und Strand. Und Sand und Wüste. Und Schnee. Nee, Schnee will ich auch nicht. Sumpf will ich auch nicht. Vielleicht ein mir bisher fremdes Biom. Sowas wäre ganz nett. Kein Lavendelwald. Ist hier die Welt abgehackt? Nee, das muss so aussehen. Da soll ich jetzt rüber. Na gut. Watch a video with a drunken sailor. Da hinten ist schon mal was. Kann ich dann nochmal zoomen? Sumatra? Okay. Ich weiß nicht, was es ist. Ich fahre einfach mal hin. Mit meinen Füßen fahre ich hin. Moment, ich drehe mal einen Schluck. Ich glaube, der Wal frisst mich nicht auf. Okay, die Insel nehme ich. So, wo einfach gar nichts ist. Die ist doch toll. Aber stell dir vor, du fängst jetzt bei Life in the Woods hier an. Hier. Nichts. Das sind Korallen. Das ist nicht mal ein Baum. Das ist echt die Arschkarte. Na gut, dann gehen wir mal da drüben hin. Vielleicht sehe ich dann noch eine neue Insel. Ich versuche erstmal über den Ozean zu kommen. Aber davon habe ich schon sehr viel gesehen. Oh, da sind Schwämme. Schwämme braucht man ja, um Wasser wegzunehmen. Eine andere Idee habe ich damit aber gar nicht. Nö, will ich nicht mitnehmen. Jetzt habe ich natürlich auch mein gesamtes Lager liegen lassen. Also, was heißt mein? Unser gesamtes Lager liegen lassen, um hier einfach ein bisschen was zu entdecken. Aber so ist das auch gedacht. Denn ich brauche neuen Reiz. So kann man das sagen. Jawohl. Ich brauche neuen Reiz und habe gedacht, komm, vier Haie sind mir nicht genug, das dürfen auch gleich sieben sein. 12. Alter. Wie viele sind denn da? Ich glaube, jetzt habe ich wieder zwei Musiken. Musiker. Anglerfische, Piranhas und Haie. Ich bin entzückt. Hunger habe ich auch. Ja, ich weiß. Ich laufe ja schon. Ist gut jetzt. Hör auf. Kann ich... Ah. Hauptsache, ich habe die Hosen an. Die sind bestimmt schon voll. Also, weil es nass ist. Also, weil... weil ich im Ozean laufe.
Nicht, was du denkst. So, hör auf.